schönen guten Abend, Uwe. Ja, ich freue mich. Wir freuen uns alle über den Heimsieg. Auch ich habe es den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass die Konstellation erinnert so ein bisschen an das Relegationsspiel, Heimspiel, nicht an der Poststraße, sondern an einem anderen Stadion. In der Reform Relegationsspiel war es ja die Alm, jetzt hier die Bendler Arena. Und ich muss sagen, wir sind sehr gut mit dem Platz zurechtgekommen. Kam uns auch, wenn ich ehrlich bin, auch sehr entgegen, hier zu spielen. Ja, es war eine sehr gute erste Halbzeit. Unser Plan ist aufgegangen. Wir wollten mutig spielen, wir wollten angriffslustig spielen, wir wollten Herrenfußball spielen. Und ich habe eine Mannschaft gesehen, die einfach brannte, die alles getan hat. Jeder hatte Bock, den Fehler des Mitspielers wieder auszubügeln. Und das macht meine Jungs aus. Wir haben die letzten zwei Spiele haben wir verloren. Da waren wir nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Und heute bringen wir dann so eine Leistung, so eine Antwort. Die Jungs belohnen sich dafür. Da geht mir das Herz auf. Und in der zweiten Halbzeit schießen wir dann das 2-0, 3-0. Mit dem Wechsel Philipp Sander, Bahne kommt rein, da kriegen wir das Gegentor. Und das ist so im Fußball, da spielt dann offensichtlich der Kopf dann eine große Rolle. Der Gegner kommt dann, operiert dann viel mit langen Bällen, der kommt back rein. Kann es ja kaum verteidigen, er gewinnt ja jedes Kopfballduell. Und da musst du einfach dann stehen und ja, mit allem, was du hast, verteidigen. Das haben wir dann am Ende auch gemacht, bis zum Schluss. Und ich denke, dass die Mannschaft oder meine Mannschaft es verdient hat, hier 3 Punkte zu holen. Wir sind alle glücklich, überglücklich. Und ja, Sonntag steht schon das nächste schwere Spiel an Saarbrücken. Wir werden morgen regenerieren. Dann haben sich die Jungs einen freien Tag verdient und wir uns alle. Ja, und dann freuen wir uns schon auf das nächste Spiel.